Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Autobahn Polizeisimulator 3. Wir sind aktuell immer noch auf der Heiligen Quest, einen Hund zu streicheln und wenn wir Glück haben, ist Hundi immer noch hier in dieser Tankstelle vorzufinden. Und dann streicheln wir den gleich und dann ist das Spiel wieder glücklich. Ich bin auch glücklich und wir können im nächsten Rang aufsteigen. Da bist du ja wieder, komm ran, du. Streichelzeit. Jo. Streichelzeit. So ist es. Oh, wie sich freut. Ja, so, reicht dann aber auch wohl, ne? So, wir sind erholt, jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Schließe, erwerbe das Zivilfahrzeug, haben wir. Schließe einen kleinen Unfälle in der Tagesschicht ab. Gebe zwei Fahrern in einer Verkehrskontrolle ein Bußgeld. Richtigerweise mit einem Bußgeld. Ein Bußgeld? Richtigerweise mit einem Bußgeld. Okay, wir müssen also erstmal zwei Verkehrskontrollen machen und dann einen kleinen Unfall. Alles klar, kriegen wir hin. Was ist denn hier eigentlich noch los? Stabilität können wir noch vom Zivilfahrzeug eben erhöhen und auch vom Polizeivan. Ich fahre ja gerne mit dem Van. Das reicht noch nicht ganz. So. Ab in den Van und dann machen wir schön mal eben zwei Kontrollen, ne? Und mal ein bisschen Bußgelder verteilen, ne? So, Dieter, einsteigen! Upala. Ist Zeit für ein paar Kontrollen. Hast Bock? Ja, Dieter ist richtig am Brennen, Alter. Der spielt immer nebenbei auf diesem kleinen Display den Autobahn-Polizeisimulator 2. Dieter ist so ein kleiner Zocker, ne? Während wir hier rumfahren, ich muss die Arbeit machen und Dieter immer am Daddeln so. Ja, ja, daddeln wir mal. Und da oben ist ein Krankenwagen. Ich würde sagen, den holen wir jetzt erstmal raus, oder? Den holen wir jetzt mal raus, die Kollegen. Erstmal gucken, ob die auch sauber arbeiten hier, ne? Moin, ich habe mal eine Frage. Anhalt bitte. Ah, dieses Fahrzeug kann nicht angehalten werden. Ach so. Da gehen wir einfach grundsätzlich davon aus, das läuft schon. Gut, dann nehmen wir den roten Flitzer da, ne? Der sieht gefährlich aus. Anhalt bitte! Wo Verkehrskontrolle? Halten Sie an, bitte, sofort. Umgehend aus dem Verkehr bitte raus mit Ihnen. Dankeschön. So, wollen wir mal gucken, ne? Guten Tag, Wachmeister Blaufuchs hier. Guten Tag. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Dokumente. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Wollen wir mal gucken. Also. Gesicht mit dem Gesicht. Alles grün. Erlaubnisklasse passt. Name Bohm Christina. Ist auch okay. Sieht alles in Ordnung aus. So, dann muss ich bitte mal das Fahrzeug untersuchen. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, immer checken. Wie sieht's denn mit dem Profil aus? Ist okay. Sieht zwar nicht so viel aus, aber ist dann doch noch genug. Oh, das passt. Sehr schön. Dann einmal die Beleuchtung checken. Ja, passt. TÜV. 23, alles gut. Der ist noch in Ordnung. Oh, was haben wir denn hier? Biegelbräu. Alkoholtest ist auf jeden Fall angeraten, ne? Dann haben wir Verbandskasten. Der ist noch gültig. Rucksack. Sieht für mich okay aus. Dann haben wir hier noch... Ist da noch Schnaps drin oder so? Ne, kein Schnaps. Nur Müsli, ein bisschen O-Saft und so. Alter, was ist das für eine Tasche? Sieht die denn aus? Das will ich aus Plastik. Und das Geodreieck ist vorhanden. Alles gut, ne? So. Da kann ich auch schön Mathe machen, ne? So. Wunderbar. Also, nur einen kleinen Alkoholtest jetzt, ne? Und wenn die nicht alkoholfrei ist, dann ist damit okay. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Alkoholtest bitte. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Na dann mal kräftig pusten bitte. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Jawollo. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Ich muss Sie leider mitnehmen, ne? Verhaftung nicht fahrtüchtig. Sie sind den Führerschein erstmal los und begleiten uns zur Wache. Heieiei. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Hättest du dir halt mal eben nicht die 10 Bier vorher reingeorgelt, ne? Ja, alles richtig gemacht. Auf geht's. Kommen Sie bitte rein in den Bus. Der ist gemütlich und warm. Kopf einziehen. Anschnallen bitte. Ich hab sie nicht angeschnallt. Die sitzt jetzt unangeschnallt da hinten drin, oder was? Tatsache.
Die sitzt irgendwie im Boden. Sie ist irgendwie in die Sitzbank reingeballert. Ist okay, mach's dir bequem dahin, ne? Leg dich mal ruhig ein bisschen da nieder. So, 900 Meter, die können wir, glaube ich, gerade noch so fahren. Das schaffen wir, glaube ich. Ja, war jetzt leider kein Bußgeld, ne? Aber gut, das ist dann so. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Bin mal gespannt, was das Spiel von uns mal möchte, dass wir mal die Nachtschicht machen. Bis jetzt sind wir immer nur bei Tag rumgefahren. Mich stört's ja nicht, bin ja eher so ein Tagkind, ne? Ich finde das angenehmer, weil sonst bei mir ist ja immer Nacht und regnet. Das ist ja so der Standard in meinen Let's Plays. Hui! Und blinken. Und wieder blinken. Oh, macht kein Blinker, macht kein Geräusch mehr. Spannend. Ja, der eine ist kaputt. Der macht Geräusche. Der macht auch wieder Geräusche. Ah, wenn man direkt wechselt. Oh, ihr seid so eine Lappen, Leute. Ernsthaft, guck mal. Ne? Blinkgeräusch, ja. Blinkgeräusch, ja. Wenn ich aber den einen Blinker habe, Blinkgeräusch, ja, und ich wechsle jetzt einfach direkt, ohne auszumachen, auf den anderen, dann geht das Spiel davon aus, man hat den anderen ausgeschalten. Und deswegen macht es jetzt kein Klickgeräusch mehr. Das Licht geht aber. Richtig gut programmiert. Props auf die Entwickler. Läuft. Das hat keiner vernünftig Play getestet. Ich bin so ein bisschen bei uns, weißt du, ich bin ja auch Softwareentwickler und mache bei uns viel auch Bug-Testing und hier so eine Scheiße, ne? Das ist genau mein Ding. So, ja, schade, hat uns leider nicht weitergebracht, aber gut war es trotzdem. Nächste Kontrolle, wir müssen noch ein paar Bußgelder verhängen. 2 Stück. Da wollen wir mal wieder auf der Bahn. Komm, Dieter, einsteigen. Bus bauen, komm, Dieter, Bus bauen. Komm rein. Wir legen los. Soll ich eben auf dem Rastplatz fahren, Bus bauen? Ah, ich glaube, so lange kennen wir uns noch nicht. Außerdem, zwischen uns ist die Chemie auch nicht so gut, muss man sagen. So, wir fahren jetzt mal hier lang. Wir sind sonst immer die andere Seite. Jetzt fahren wir mal hier lang. Suchen uns mal ein schönes Opfer raus. Ein schönes Opfer. Mal sehen. Das sieht nach einem Opfer aus. So, hören Sie? Anhalten! Oh. Kleine Verkehrskontrolle bitte. Einmal gucken, ob hier alles passt, ne? So, mal schauen. Guten Tag, Wachmeister Blaufuchs hier. Ich habe ein paar G-Probleme, aber das heißt nicht, dass ich meinen Job nicht machen kann, ja? Moin, stabiles Hemd haben Sie da am Start. Tut ein bisschen in den Augen weh. Guten Tag. Tag auch. Alter. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Das sieht aus, als hätte man jemand diese Textur fehlt, Grafik von zum Beispiel der Source Engine, die ja eigentlich so schwarz-lilere Punkte hat, ne, genommen und das Lila durch Blau ersetzt. Dokumente. Ich würde gerne Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. So, die Fahrerkarte ist am Start. Was? Müsst ihr es damit vergleichen? Oh ja, passt. Gesicht würde ich sagen, passt. Führerscheinklasse, passt. Dokumente passen erstmal. Sieht gut aus. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Eingehalten. Eingehalten. Das ist ja einfach. Schön. Mit den Zeiten scheint alles in Ordnung zu sein. Sieht alles in Ordnung aus. So, ich muss mir eben das Fahrzeug untersuchen, ne? Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Wollen wir eben schauen hier so. Es geht wieder los. Erstmal hier prüfen. Wie sieht's aus? Das sieht erstmal gut aus, muss ich sagen. Berechnet. Berechnet. Alle Achsen müssen geprüft werden. Ja, ja, machen wir. Was haben wir denn hier? Wir haben hier das Blinkedings. Schön. Der ist auch noch nicht abgelaufen. Schön. Aber wann ist das denn abgelaufen? Oh, 2013. Ich habe da 23 gelesen. Scheiße, Bruder. Ist der denn abgelaufen? Kann man das hier sehen? Die laufen ja eigentlich auch ab, die Dinger. Aber gut, hier nicht. So, Verbandskasten ist abgelaufen. Das ist erstmal ein Bußgeld. Ich hoffe, es bleibt dabei. Bitte habt nicht noch weitere Straftaten auf dem Buckel. Sieht gut aus. Nächste Achse bitte prüfen. Ja, das sind so Bluetooth-Dinger. Die verbinden sich gleich miteinander und ermitteln dann gemeinsam das Gewicht, ne? Oh, das wird eng, aber reicht noch. 5 Tonnen. Ist nicht überladen, oder? Nö, das passt. Fahrzeug ist nicht überladen. So, TÜV.
Oh, oh. Das ist aber jetzt irgendwie komisch. Ich habe das immer gelernt, wie man das abliest, ne? Aber jetzt ist da so ein Dings beim ersten. Heißt das jetzt, nee, das heißt doch, das Ding ist abgelaufen, oder was? Vergleiche die TÜV-Plakette mit dem aktuellen Datum. Das Ablaufjahr wird in der Mitte angezeigt. Der Ablaufmonat oberhalb davon. Ja. Davon. Kürzlich bedeutet 2 Monate oder weniger. Juli, ja, ist abgelaufen, ne? Darf ich jetzt mal bitte? Ich wollte das TÜV noch machen. Da. Was ist denn nun? Ich kann nichts machen. Also es scheint kürzlich abgelaufen zu sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts auswählen. Egal, lass mal das so. Okay, läuft und läuft. Schön. Dann einmal nochmal kurz nach vorne. Oh, läuft. Ein kleines Bußgeld, aber sonst alles gut, ne? Und vielen Dank für Ihre Geduld. Drogen? Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Also, Stirn ist auf jeden Fall verschwitzt. Hastige Augen bewegen. Mundschmerzen haben wir nicht, Kopfbewegungen haben wir nicht. Ich würde sagen, der ist clean. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Dann ist Zeit für ein Bußgeld, ne? Bußgeld. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Alles richtig gemacht, Leute. Nee, was haben wir denn gemacht? Warum habe ich eine Gesamtwertung von 200 zu 300? Ich habe irgendeinen Verstoß nicht festgestellt, aber was denn? Wahrscheinlich das mit dem scheiß TÜV, weil ich es nicht auswählen konnte, ne? Toll. Aber egal. Das müsste eigentlich trotzdem zählen. Was ist da los? Wo bin ich gerade? Wo bin ich? Da bin ich. Achso, das sind die Missionen. Aber das sind die, die ich schon gemacht habe, ne? Man weiß auch nicht, wie die heißt, aber ich habe sie schon gemacht, deswegen mache ich sie nicht nochmal. Das war, glaube ich, die erste Mission mit den Kühen. Hat das jetzt gezählt trotzdem? Ja, wir müssen noch eine machen. Cool. Und dann müssen wir noch einen kleinen Unfall abschließen. Und dann können wir das nächste Level schon wieder erreichen. Wir nähern uns mit großen Schritten der nächsten Main-Mission, Leute. Ich sag's euch. Wir suchen jetzt mal den nächsten raus. Zum Kontrollieren. LKWs sind eigentlich immer ganz geil, aber ich nehme jetzt mal was anderes. Immer nur LKWs ist auch ein bisschen langweilig. Nehmen wir mal... Müssen wir ein bisschen rumfahren. Ein bisschen gucken, was hier so vielleicht ein bisschen gefährlich aussieht. Der sieht aus, als könnte er Dreck am Stecken haben. Der da vorne, der fällt mir ein bisschen zu schnell hier. Er hier. Er sieht gefährlich aus. Der hat 100% Dreck am Stecken. Anhalten! Nö! Uiuiui. Eben drauf gefahren, aber das macht nichts. Ein kleiner Lackschaden. Bitte anhalten! Dankeschön! Hoffentlich hat er irgendwie Scheiße gebaut. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Jo, dann gucken wir mal. Moin, Officer Blaufuchs hier. Guten Tag. Guten Sie Tag. Schon wieder. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Dokumente bitte. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Also, wir haben hier dein Gesicht. Das passt. Das passt auch. Kaufmann Florian, passt auch. Dokumente ist gut, Junge. Sieht alles in Ordnung aus. Dokumente ist gut. Ich muss mal eben das Fahrzeug anschauen, wenn das okay ist. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, eben gucken hier. Einmal bitte wieder schauen. Ja, passt wohl. Passt. TÜV. So, wir haben jetzt Juli. Dürfte noch passen. Kürzlich abgelaufen? 22. Das ist irgendwie so komisch verdreht. Vergleiche die TÜV-Plakette mit dem aktuellen Datum. Das Ablaufjahr wird in der Mitte angezeigt, also 22 läuft das ab. Der Ablaufmonat oberhalb davon. Das wäre ja dann der 6. Aber es ist verdreht. Also muss es doch... Hä? Ich bin verwirrt.
Guck mal, das ist rot. Das ist rot und ist ja kürzlich abgelaufen, ne? Scheint wohl zu passen. Das war falsch. Hä? Leute, ihr macht mich fertig. Ich muss gleich mein Fahrschulbuch nochmal rausholen. Jetzt gucken wir nochmal in den Kofferraum. Hab bitte Alkohol. Aber er hat Alkohol am Start und auf jeden Fall hier kein Verbandskasten. Das heißt, Bußgeld ist auf jeden Fall schon mal drin. Das ist gut. Ich hoffe, er hat nicht noch gesoffen. Alter, die sind aber noch voll. Aber Alkoholtest ist auf jeden Fall mal gerechtfertigt. Nur weil man Alkohol dabei hat, ist ja unfassbar. Gleich unter Generalverdacht. Sein Geodreieck ist auch dabei. Der macht gerne mal Mathe. Läuft bei ihm. Jo. Vielen Moin. Dank für Ihre Geduld. Kann mir das nochmal einer erklären, wie das geht mit dem Ablesen? Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Ich habe nichts gemacht. Sie brauchen nichts zu testen. Ja, aber dann mal trotzdem. Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut, dann machen wir es halt. Der hat sowas von gesoffen. Und pusten, pusten, pusten. Geben Sie bitte alles. Oh Mann, warum bist du besoffen, Junge? Sie sind knapp über dem erlaubten Wert. Das werde ich mir notieren. Oh Mann. Ich muss sie jetzt mitnehmen. Ich wollte ihnen ein Bußgeld verteilen, weißt du? Sie sind knapp über dem erlaubten Wert. Das werde ich mir notieren. Das werde ich mir notieren. Sie, was sie nicht lassen können. Das werde ich nicht nur notieren, wir nehmen dich mit in eine Wache. Oh, lieferbar. Alles gut. Cool. Hat trotzdem keinen Abzug gegeben, obwohl ich das mit dem TÜV verschissen habe. Ich sag dir, man muss ja nicht 100% geben, ne? So, und los. 7,6 Kilometer bis zur Wache. Ehre. Da sind wir bestimmt unterwegs, ne? Da fahren wir jetzt erstmal wieder ein bisschen. Aber Autofahren macht dir hier auch am meisten Spaß, weil das so schön huckelig ist, ne? Der erlebste was. Aber wir können auch zwischendrin immer das Zeug einsammeln. Allein deswegen lohnt sich das schon, dass man da noch eine kleine Runde dreht, ne? So, vorsichtig, muss man eben durch hier. Hallo, dankeschön. Runter von der Bahn. Rinn in die Berge, ne? Oh. Ich habe jetzt kürzlich hier den Ocarina of Time Marathon hinter mich gebracht. Und habe das ja auf der Originalkonsole gespielt, also dem Original N64. Mit dem Original N64 Controller. Aussteigen kann ich ja jetzt nicht wegen der Mission. Schade, hier wären zwei Sachen gewesen zum Einsammeln. Und ich muss sagen, ich habe nach dieser Zeit richtig ordentliche Schmerzen in meinem Daumen gehabt. Wegen diesem knubbeligen Plastik-Joystick vom Original N64 Controller. Da war ja noch nicht mit Liebe, das Ding. Das hat ja den Daumen nicht umschmeichelt oder so. Das waren ja pure Qualen, ja. Und den ersten Abend hat das echt gegen Ende des Abends richtig wehgetan. Und am nächsten Tag auch, bis so zur Hälfte, und dann habe ich einfach im Daumen irgendwann nichts mehr gespürt. So war das, ey. Und jetzt habe ich hier wieder meinen Xbox-Controller und denke mir nur, Mann, wir sind echt weit gekommen, auch was so Peripherie anging, ja. Total irre. Wie sehr sich so dieses weichere Plastik dann auch um deinen Daumen schmiegt und wie es einfach auch nach stundenlangem Zocken nicht wehtut, weißt du? Verrückt. Wir sind weit gekommen, Leute. Weit gekommen sind wir. So, wieder raus hier, schön. Huckeln wir uns mal zur Wache, ne? Rinnen in den Tunnel, rinnen, rinnen in den Tunnel. Bin mal gespannt, ob wir dann nächste Folge es vielleicht schaffen, dann wenigstens Rang 10. Oh mein Gott. Sorry, Rang 10. Oh, was geht hier mit dem Bus ab? Wie der da abbiegt, Alter, so biegt doch ein Bus nicht ab. Ich würde mich freuen, wenn wir nächste Folge Rang 10 erreichen. Ich habe langsam wieder mal Bock auf ein bisschen Story. Also ist ja schon ein bisschen witzig so, immer dabei zuzusehen, wie die Leute sich mit Drogen vollpumpen und alkoholisiert Auto fahren und so. Aber die Story ist halt das, weswegen wir es primär spielen, weil die halt so cringe ist und die kommt echt schleppend voran, muss man sagen. Also es geht wirklich langsam voran. Das Pacing ist jetzt für mich nicht so optimal. Das war beim Vorgänger deutlich besser. Aber gut, meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Wow. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder und versuchen dann
das Ganze hier zu beenden, beziehungsweise auf Level 10 zu kommen. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.